Jetzt zu Ostern gedenken wir dankbar der Auferstehung unseres Herrn und Erretters Jesus Christus. Wie der Psalmist vor alters rufen auch wir freudig aus: Meine Seele rühme sich des Herrn. Die Armen sollen es hören und sich freuen. Seit jeher sind die Nachfolger Jesu Christi bestrebt, den Herrn in Liedern, Gedichten, Gemälden, Skulpturen und anderen Kunstformen zu rühmen. Besonders hier in Europa erfreuen wir uns einer reichen Tradition religiöser Kunstwerke, die das irdische Wirken unseres Erlösers zum Inhalt haben. Doch was bewegt einen Künstler dazu, einen Pinsel, Meißel, Stift oder ein Instrument zur Hand zu nehmen, um eine Szene aus dem Leben unseres Erlösers einzufangen? Von göttlicher Inspiration und geistiger Führung sprachen viele, die mit ihren bescheidenen Werken Gott näher kommen wollten. Kein Wunder, dass ihre Kunstwerke unzählige Menschen inspiriert haben, sich ebenfalls dem Erretter zuzuwenden. Wir hoffen, dass auch wir heute durch geistliche Musik und fromme Werke Gott näher kommen und seine immerwährende Liebe zu uns verspüren. Schließlich verherrlichen wir seinen heiligen Namen in der Gewissheit, dass er in Lieb und Gnad seinen Sohn sandte.
Es hat wohl keine andere Geschichte aus der Heiligen Schrift Künstler mehr inspiriert als die Geburt Jesu Christi. Im 17. Jahrhundert hat der bekannte französische Barockmaler Georges de Latour die Geburt des Erretters auf seinem Gemälde Die Anbetung der Hirten meisterhaft dargestellt. Beachten Sie, wie Maria, Josef und die Hirten das Christuskind anbeten, das aus der Herrlichkeit des Himmels in ein unbeständiges Leben hinabgestiegen ist. Auch wenn die Kerze des Hirten ihr Licht auf die sanften Züge des Säuglings wirft, ist ganz klar, dass Jesus Christus die wahre Quelle des Lichts ist. Ja, er ist das Licht der Welt.
Swiss-born prodigy. Angelika Kaufmann aus der Schweiz war ein Ausnahmetalent. Sie wurde eine der berühmtesten Porträtistinnen des 18. Jahrhunderts und ebnete Künstlerinnen in aller Welt den Weg. Hier hat sie das Gespräch zwischen dem Herrn und einer unwissenden Samariterin an einem Brunnen liebevoll dargestellt. Die Frau trägt ein zeitgenössisches Kleid und ist erstaunt über die prophetische Einsicht Christi. Obwohl er um ihre sündhafte Vergangenheit und die strengen gesellschaftlichen Bräuche der damaligen Zeit weiß, bittet er sie um etwas zu trinken und bietet ihr im Gegenzug lebendiges Wasser an. Während seines irdischen Wirkens erwies Jesus Christus allen Kindern Gottes vollkommene Liebe, ohne Rücksicht auf weltliche oder kulturelle Regeln. Wie die samaritische Frau vor Alters können auch wir erstaunt und bewundernd erkennen, es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht männlich und weiblich. Denn wir alle sind einer in Christus Jesus. Thank you.
Das Gleichnis von den 10 Jungfrauen inspirierte den bekannten britischen Maler Val Prinsep zu der Darstellung einer traurigen jungen Frau, die von einem Hochzeitsfest ausgeschlossen wird. Statt das Schicksal der anderen 9 Jungfrauen darzustellen, porträtiert der Künstler präzise eine einsam Leidende, die infolge ihrer Sorglosigkeit schwer enttäuscht abgewiesen wird. Das Gleichnis ist harsch, und doch können wir sie nicht verurteilen, denn wir stehen mit ihr vor der Tür. Dank der Gnade Gottes kann sich jeder durch das Sühnopfer Jesu Christi ändern, gesunden und erneuert werden. Wir müssen symbolisch unsere Lampen füllen mit dem Öl, das der göttliche Erlöser uns so großzügig anbietet.
Mitte des 19. Jahrhunderts erhielt der dänische Maler Karl Heinrich Bloch den Auftrag, 23 Szenen aus dem Leben Jesu Christi zu malen. Auf einem seiner Meisterstücke erweckt der Herr seinen Freund Lazarus zum Leben. 14 Jahre lang befasste sich Bloch mit dem Wirken des Erretters. Bei jedem Gemälde dachte er gründlich über den Sinn und Zweck und die Wunder nach, die es zeigen sollte. Anfangs war das Göttliche für ihn nur eine Nebenbeschäftigung, doch dann wurde er ein eifriger Jünger Jesu Christi. In diesem Gemälde erweckt der Erretter mit dem Befehl, komm heraus, Lazarus aus dem Todesschlaf. Durch seinen umfangreichen Schaffensprozess wurde Karl Bloch selbst geistig zur Erkenntnis seines Erlösers erweckt. Hippolyte Flandrin malte im 19. Jahrhundert, wie Jesus als König in Jerusalem einzieht. Das Bild wirkt eher statisch, der Jubel verhalten. Und doch ist das Gemälde des französischen Meisters eine getreue Abbildung, wie Jesus alte Prophezeiungen erfüllte. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Der Jubel des Volkes währt jedoch nur kurz. Auch wenn es seine Mäntel vor ihm ausbreitet und mit Palmzweigen wedelt, reitet er, der Sündenfreie, bereitwillig dem Tod als Gesetzesbrecher entgegen.
In den letzten 500 Jahren wurde Leonardo da Vincis berühmtes Fresko Das letzte Abendmahl nicht nur unzählige Male kopiert. Es diente auch als Vorlage für Bestseller, Kinofilme und sogar für Erzeugnisse der Popkultur. Da das Kunstwerk so beliebt ist, wird jedoch oft übersehen, dass es den letzten Abend im Leben des Erretters darstellt und wie er seinen Aposteln letzte Worte mit auf den Weg gibt. Nur wenige Stunden, bevor er qualvoll das Sühnopfer durchleidet, trifft sich der Herr mit den Jüngern, um das Pascha-Fest zu begehen. Er führt das Abendmahl mit den Worten ein: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Dann gibt er uns die letzten und vielleicht wichtigsten Worte seines Erdenlebens mit. Ein neues Gebot gebe ich euch. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben.
German Master Heinrich Hoffmann. Der deutsche Meister Heinrich Hoffmann ist vor allem für seine bewunderungsvollen Darstellungen von Jesus Christus bekannt, die noch heute in Kirchen auf der ganzen Welt zu finden sind. In seinem überragenden Werk mit dem Titel Christus in Gethsemane sehen wir, wie sich der einzig gezeugte Sohn händeringend und doch gefasst dem Willen seines Vaters unterwirft. Hier nimmt Christus die Sünden aller Menschen auf sich. Dieses Leiden ließ ihn, selbst Gott, den Größten von allen, der Schmerzen wegen zittern und aus jeder Pore bluten und an Leib und Geist leiden. Und er wollte den bitteren Kelch nicht trinken und zurückschrecken. Doch Ehre sei dem Vater. Unser Erlöser trank davon und vollendete seine Vorbereitungen für die Menschenkinder. Thank you.
In 17th century Spain, im Spanien des 17. Jahrhunderts verstanden sich Künstler wie Francisco de Zurbarán auf das Spiel von Licht und Schatten genauso wie auf die naturalistische Darstellung des Menschen. Die dramatischen Lichtverhältnisse in diesem Meisterwerk wandeln einen flüchtigen Betrachter in einen geistigen Zeugen für das letzte Opfer des Sohnes Gottes. Wäre der Erretter vor irgendeiner Landschaft gemalt worden, hätte das Bild die andächtige Grundstimmung verloren, die es so ausdrucksstark und authentisch macht. Das unbegrenzte Sühnopfer lässt sich nicht mit einer einzigen Darstellung erfassen oder erklären. Und doch wird uns hier die Anwesenheit der Dunkelheit in unmittelbarer Nähe zum Licht der Welt verständlich. Die Dunkelheit hebt das immerwährende Licht unseres Erlösers hervor.
Der in London geborene Künstler Simon Dewey inspiriert seit Jahrzehnten mit seinen religiösen Bildern Menschen in aller Welt. Seine Darstellung des Erretters, der uns zu sich ruft, erinnert an den Besuch des Herrn in der Geisterwelt, während sein sterblicher Körper im Grab liegt. Er kam ins Paradies, um den gehorsamen Seelen derer zu dienen, die Hunderte oder gar Tausende von Jahren vor ihm gelebt haben. Auch wenn sie selbst nicht schuld daran waren, hatten diese Brüder und Schwestern nie die Gelegenheit, sein Evangelium zu hören und anzunehmen. Der Erlöser bietet nun all jenen, die gestorben sind, ohne die Möglichkeit zu haben, wie er getauft zu werden, gnädig Errettung an. So ist die Gabe des ewigen Lebens endlich für alle verfügbar. Bis heute halten viele Bertel Thorvaldsens Christus für die vollkommenste Darstellung des Erretters, die je geschaffen wurde. Als der dänische Bildhauer seinen künstlerischen Triumph vollendete, sagte er: Meine Christusstatue ist das erste meiner Werke, mit dem ich je zufrieden war.
Bis jetzt ging meine Idee immer weit über das hinaus, was ich ausführen konnte. Ein Blick genügt und man versteht die tiefen Empfindungen des Künstlers und sein Gefühl, dass er von Gott zum Erfolg gelenkt wurde. Die Statue berührt auch heute noch das Herz, regt zum Nachdenken an und führt Besucher zum lebenden Christus. Wie das Meisterwerk aus Marmor fordert uns der Erretter mit offenen Armen auf: Kommt alle zu mir und ihr werdet Ruhe finden. Denn Jesus Christus lebt wahrhaftig. Today we have seen, heard and felt
Heute haben wir gesehen, gehört und verspürt, wie wunderbar Kunst den Geist des Herrn vermitteln kann. Ich glaube, dass der gleiche Geist den demütigen Künstler damals wie heute dazu veranlasst, Jesus Christus mit einer Vielzahl kreativer Mittel zu verherrlichen. Aber was ist mit uns, die wir nicht so künstlerisch veranlagt sind? Was ist mit denen, die keinen Ton halten, kein Instrument spielen oder nicht mehr als ein einfaches Strichmännchen zu Papier bringen können? Ich bezeuge, dass uns als Kindern des großen Schöpfers ein göttlicher Kern innewohnt. Unser Leben wird daher zum Modellierton unseres Glaubens und unserer Hingabe an ihn. Ich verkünde, dass Gott als der Meistertöpfer nur darauf wartet, uns zu Gefäßen voller Hoffnung und Glück zu formen und zu gestalten. Wenn wir bestrebt sind, jeden Tag ein bisschen mehr wie der Erretter zu werden, erfüllen die Leinwand unserer Seele nach und nach Pinselstriche des Dienens, der Nächstenliebe und der Liebe. In den Heiligen Schriften lesen wir: Darum werdet nicht müde, Gutes zu tun, denn ihr legt die Grundlage für ein großes Werk. Und aus etwas Kleinem geht das Große hervor. Dieser Grundsatz erinnert uns an die Maltechnik des Pointillismus, bei der winzige Farbpunkte in gut durchdachten Mustern angeordnet werden, um komplexe Bilder zu erzeugen. Auf ähnliche Weise schaffen unsere Worte und Taten lebendige Werke des Glaubens, die Zeugnis für ihn, nämlich Jesus Christus, geben. An diesem Osterfest verkünde ich freudig, dass unser Erlöser lebt und uns liebt. Er kennt alle unsere Umstände und hat die Macht zu erretten, wenn wir uns den Schwierigkeiten des Erdenlebens stellen und sie überwinden. Wir mögen selbst keine Künstler sein, aber ich bezeuge, dass sich jeder von uns auf die leitende Hand des Meisters verlassen kann, wenn wir uns gläubig auf den Weg zurück zu Gott machen.